Ich finde es total gut, dass wenn ich zum Beispiel sage, so, jetzt habe ich erstmal den letzten Haul gemacht, weil ich habe jetzt genügend Hauls gemacht, mache jetzt erstmal Pausen mit Produkten kaufen, dass ich keine 2,5 Wochen später eine volle Kiste mit neuen Produkten habe, die ich euch zeigen kann. Love that for me, love that for you. Hey Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute war ich, ich wollte gerade sagen, ich war mega faul mit meinem Make-up, aber ich war nicht mega faul. Es ist Samstag, der 10.7., also kurz bevor ich in den Urlaub fahre. Und ich habe heute schon 8 Stunden gekellnert und mich jetzt gerade wirklich nochmal komplett fertig gemacht, weil beim Kellnern würde ich niemals Fullface auf Make-up tragen, weil wir ja noch Masken tragen müssen. Und dann reibt sich eh alles ab. Ich habe mich gerade tatsächlich komplett fertig gemacht. Und der einzige Grund, warum ich nicht zu faul war, Wimpern zu machen, ist, dass ich meinen Liner komplett verkackt habe. Bin einfach keine Liner-Bitch. Es sah einfach scheiße aus, also habe ich Wimpern genommen, weil Wimpern machen alles besser. Anyways, heute geht es wieder um einen Haul, denn ich habe noch Sachen bei Douglas spontan bestellt. Ich habe noch Sachen, zweimal sogar, wow. Und ich habe Sachen in der Müller-Drogerie gekauft und auch bei DM wieder. Und da sind einige High-End-Sachen dabei, einige sehr günstige Sachen dabei. Es ist Skincare, es ist vor allen Dingen sehr viel Make-up auch mit dabei. Und ja, bevor ich jetzt wieder viel zu lange quatsche, let's go mit dem Video. Ach ja, gib doch gerne einen Daumen nach oben dafür, dass ich nach meiner Arbeitsschicht, in der ich schon 8 Stunden gekellnert habe, mich hier noch hinsetze, um noch zu filmen. Nur so von Mitleid her, you know. Dachte, das zieht immer. Ja, das wäre auf jeden Fall cool. Ich weiß gar nicht, womit ich anfangen soll. Okay, ich nehme einfach das Größte zuerst raus. Bei Douglas habe ich bestellt und zwar zweimal hintereinander. Ich möchte nicht drüber reden. Als allererstes etwas, das ich euch schon in einem Anti-Haul gezeigt habe, aber im Anti-Haul auch gesagt habe, dass ich das super gerne bestellen möchte. Und zwar Sol de Janeiro ist mit einem Dry-Shampoo rausgekommen. Sol de Janeiro ist ja die Marke, die super bekannt wurde durch die Boom Boom Cream, also Arschcreme quasi. Die super stark vanillig und stark, also ist stark parfümiert auf jeden Fall, aber eine sehr gern gesehene Creme. Und dafür zeige ich euch gleich noch ein Dupe. Das gibt es nämlich bei DM für ungefähr 10% des Preises. Und ich finde, die reicht völlig aus. Und ich mag die Boom Boom Cream an sich, mag ich nicht so gerne, weil die wirklich so intensiv ist, dass man da wirklich tagelang stark nach riecht. Ich meine, es ist ja natürlich, ist es schön angenehm zu riechen, aber for me it's a little bit too much. Was ich allerdings davon gekauft habe und was ich auch gerne mag, sind sowohl der Shampoo als auch der Conditioner. Und beide Produkte habe ich auch immer noch nicht leer. Also da hat man auch wirklich eine ganze Menge von und das hat mir sehr gut gefallen. Und deswegen habe ich gedacht, ich bin ja ein Sucker for Dry Shampoo und dieser Geruch in den Haaren wäre natürlich Bombe. Dies ist ein sehr neues Produkt. Das ist jetzt gerade erst neu rausgekommen und ich hatte im Anti-Haul schon gesagt, dass wenn ich das kriegen kann, dass ich es mir unbedingt bestellen muss. Es soll Kaolin Clay mit drin sein und Rice Starch, also Reisstärke und Lifts Away Oil and Refreshes. Muss ich mal gucken. Ich habe das tatsächlich noch nicht ausprobiert in den Haaren. Ich könnte es aber schon, also morgen früh werde ich es wahrscheinlich direkt testen. Moment, wir machen jetzt mal den Härtetest direkt auf die Haare. Oh mein Gott, das ist ja überhaupt. Wow, das ist. Es ist genauso stark parfümiert wie die Boom Boom Cream, was ich aber bei Dry Shampoo ganz okay finde, auf jeden Fall. Weil ich benutze das dann einen Tag und am nächsten Tag werden die Haare eh gewaschen. Aber das ist ja null White Residue. Also das ist ja gar nichts. Richtig krass. Weil normalerweise sieht man auf meinen Haaren immer Dry Shampoo, außer das von Colapair und das von Batiste, das dunkelbraune. Weil Batiste nicht cruelty-free ist und ich sie deswegen nicht mehr benutze. Es hat 24 oder 25 € gekostet. Es sind 113 Gramm drin. Ja, ich werde es mal ausprobieren und ja, auf jeden Fall, die eine Stelle an meinem Kopf riecht jetzt schon richtig, richtig krass. Bin sehr gespannt darauf, wie sich das macht. Dann habe ich außerdem noch etwas für meine beste Freundin Adriana bestellt und zwar eine Becca Shimmering Skin Perfector, den Highlighter, den sie haben. Denn Becca geht ja out of business zum September diesen Jahres. Leider, leider. Und sie liebt den Champagne Pop, der von Jaclyn Hill original mal kreiert wurde und der den Highlighter Craze in der ganzen YouTube-Community bzw. Beauty-Community ausgelöst hat. Den gibt es heutzutage nicht mehr unter dem Namen Champagne Pop, weil würden sie den Namen, den Jaclyn mitgebracht habe, weiter benutzen, dann müssten sie auch Royalties an sie bezahlen. Deswegen nennen sie ihn jetzt einfach C-Pop, damit man weiß, dass es die gleiche Farbe ist. Ich werde den jetzt auch nicht swatchen. Es ist ein wunderschönes Gold. Also wie gesagt, das Produkt habe ich für meine beste Freundin bestellt. Ihre ist nämlich kaputt gegangen und ganz lange war der ausverkauft. Jetzt kamen die letzten Sachen noch im Restock und dann habe ich sofort zugeschlagen. Deswegen habe ich auch zweimal bei Douglas bestellt, weil einmal war es so, das muss jetzt schnell gehen.
sozusagen. Ist ein wunderschönes Gold. Wie gesagt, swatchen kann ich euch den leider nicht. Ich lasse euch von den Produkten, die ich finde, lasse ich euch gerne links unten da direkt verlinken. Bei Douglas kann ich leider nicht, weil die immer auf die Startseite sozusagen führen, die Links. Warum auch immer. Also kann man auf jeden Fall irgendwie nicht machen. I don't know why. Den habe ich auf jeden Fall für meine beste Freundin, wie gesagt, mitbestellt. Und ja, da freut sie sich sicherlich drüber. Die sind ja auch, also es sind wirklich wunderschöne Produkte, muss man wirklich sagen. Und das und ein anderes Produkt von Becker, dachte ich, muss noch einmal mit. Das andere Produkt von Becker ist der First Light, der First Light Priming Filter, der so ein wirklich erfrischendes Ergebnis auf der Haut macht. Der ist ja auch ganz lange von Hattie auf jeden Fall einer der liebsten Primer gewesen. Es gibt diesen Backlight Priming Filter und den First Light Priming Filter. Ich mag den hier ganz gerne, weil der hat so eine leichte lilane Färbung und wenn man lila ins Gesicht gibt, dann gibt das so einen leichten frische Glanz sozusagen. Also ich mag den hier sehr, sehr gerne und ich hatte den, glaube ich, dreimal als Probe irgendwo mit drin. Dadurch konnte ich den ab und zu ausprobieren, mochte den gerne und habe mir gedacht, hey, bevor es Becker nicht mehr gibt, kaufe ich mir den nochmal. Das Milchglas hier ist sehr hochwertig. Becker ist ja auch ziemlich High-End, also ist nicht so günstig gewesen auf jeden Fall. Wie gesagt, falls es die Produkte noch gibt, die ich euch zeige, dann verlinke ich sie euch auch gerne unten, beziehungsweise schreibe eben rein, was ich ja finden konnte. Aber ich weiß es eben nicht, ob es die Sachen dann noch gibt, wenn ihr dieses Video seht. Denn ich produziere gerade krass vor. Also wie gesagt, heute ist der 10.7., keine Ahnung, wenn ihr das Video seht, aber es ist auf jeden Fall sicherlich schon 2 Wochen her oder so dann, wenn ihr es zu sehen bekommt. Außerdem habe ich mir eine neue Farbe von Neo Nail gekauft und zwar Cotton Candy. Ich hatte das Neo Nail Update Video schon gedreht und ich glaube, es kommt auch vor diesem raus. Würde auf jeden Fall Sinn machen und in dem Video habe ich euch gefragt, ob ihr eine deckende Farbe von Neo Nail kennt. Ich habe nämlich zwei weiße Farben, Snow Queen und Milky French heißt, glaube ich, die andere. Und die sind beide halt eher Milky French und nicht deckend. Ich habe in unserem Douglas jetzt entdeckt, dass es da Neo Nail Aufsteller gibt und dadurch gab es halt auch so Tester, die damit dran waren. Und dann habe ich halt gesehen, dass es ein komplett deckendes Weiß gibt. Das ist eben Cotton Candy, beziehungsweise es hat ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, einen ganz leichten rosa Touch, aber ich denke, wenn man es auf den Füßen trägt, weil da trage ich sehr gerne weißen Lack, ich finde, das sieht einfach, irgendwie sieht das so clean aus, ne, gerade im Sommer, dann wird es komplett weiß sein, hoffe ich zumindest, also sah zumindest so aus. Leicht rosa eine Färbung finde ich persönlich aber nicht schlimm und das musste dann auch mit. Dann habe ich mir noch ein Parfum bestellt, beziehungsweise ein Tester, also eine Testergröße, und zwar 15 Milliliter vom Muschio Bianco, und zwar aus der, ich weiß nicht, wie die heißen, Azza Kappa? Ich habe keine Ahnung. I'm so sorry, I'm butchering the name. Und das ist ein Parfum, das ich weiß nicht mehr, bei wem gesehen habe, aber die Beschreibung war, dass es so super frisch riechen soll. Ich habe es tatsächlich auch noch nicht geswatcht oder Probe getestet sozusagen. Das machen wir jetzt zusammen. Und ich liebe ja Gerüche, die frisch sind, wie frisch gewaschene Wäsche und einfach ja so ein bisschen dieses wohnliche Gefühl sozusagen geben. Oh, okay. Also es riecht, ich finde, das riecht auch, es riecht sehr frisch, das schon, aber es hat auch etwas, fast was Minziges oder fast ein bisschen was Scharfes mit drin. So ein bisschen wie diesen Geruch, den man hat, wenn man Teebaumöl benutzt. Aber nicht so krass wie Teebaumöl. Ich bin sehr gespannt, wie sich das auf der Haut auf jeden Fall macht. Aber deswegen, davon gab es halt die 15 ml Variante. Und wenn man halt Parfums sozusagen auch nicht irgendwo Probe riechen kann, weil dies gibt es vor Ort leider nicht bei unserem Douglas, dachte ich mir, probiere ich einfach die 15 ml Größe aus. Ist angenehm, aber was ganz anderes als die anderen Düfte, die ich habe, die so in diese Richtung gehen. Die sind alle eher so frisch, weich, frisch, vanillig, sowas in die Richtung. Der hier ist so ein bisschen schärfer. Ich glaube, das ist ein Unisex-Duft. Also ich glaube, Männer könnten den auch tragen. Ja, Männer und Frauen, alles dazwischen, können eh tragen, was sie wollen. So, also dementsprechend, ne? Dann war ich außerdem bei Müller. Und da habe ich 3 Produkte gekauft von Elf Cosmetics. Und zwar waren die im Ausverkauf. Da hatte ich relativ Glück, weil Müller hatte vorher einen Elf Cosmetics Aufsteller. Und die sind jetzt im Ausverkauf gewesen. Und zwar habe ich einmal die Flawless Satin Foundation in Light Ivory gekauft. Elf Cosmetics ist auch vegan und cruelty-free. Ich habe nur noch 4,99 € bezahlt. Auf der Website kostet sie 10, also 50% Rabatt ist schon gut. Dann den Hydrating Wow.
Hydrating Face Primer, auch für 5 Euro statt 10, weil ich benutze ja immer einmal Pore Filling Primer und einmal Hydrating Primer. Und dann habe ich nochmal den Poreless Putty Primer original sozusagen mitgenommen. Auch das kostete nur noch 5 Euro, sodass ich für die 3 Produkte statt 30,15 Euro bezahlt habe. Fand ich ganz cool. Dazu habe ich auch eine Full Face First Impression schon gemacht, die ihr eigentlich auch, wenn dieses Video rauskommt, schon gesehen haben müsstet. Wenn ja, lasse ich euch den Link aber auf jeden Fall gerne unten. Dann kann ich euch mehr zu den Produkten dort erzählen. Außerdem habe ich von Elf Cosmetics auch noch einen von den Putty Blushes bestellt. Den habe ich allerdings noch nicht ausprobiert, weil der war tatsächlich noch in der Douglas-Bestellung mit dabei. Ach ja, und 2 Blushes von Elf habe ich probiert. Und zwar die Putty Blushes haben mich ja super interessiert. Das hatte ich auch schon in einem Anti-Haul gesagt. Ich habe die Farbe Tahiti war das, glaube ich, ne? Bist du Tahiti? Wie heißt du denn? Hallo? Nee, Turks and Caicos heißt das. Genau, Tahiti war ausverkauft und das war so eine richtig schöne Peachy-Farbe. Aber ich muss sagen, die hier gefällt mir auch gut. Ich gehe mal direkt mit dem Finger rein. Ah, jetzt weiß ich, warum der Putty Primer heißt. Also der hat eine sehr, sehr, auf Englisch sagt man Emollient Consistency. Also der ist so wie der Putty Primer sich anfühlt, so silikonig quasi, bloß halt mit Farbe. Ich finde, das ist an sich eine sehr schöne Farbe. Werde ich tatsächlich auch erstmal noch ausprobieren müssen auf dem Gesicht. Wie gesagt, das hatte ich noch nicht, als ich die Full Face First Impression mit den anderen Produkten gemacht habe. Und dann habe ich mir noch Guava heißt das einfach, noch so ein kleines Blush- und Highlighter-Set bestellt. Die sind ja auch so günstig, die Sachen. Ich glaube, 4 Euro habe ich dafür bezahlt, weil ich dachte, dass die Farben auf jeden Fall ganz gut zusammenpassen. Ja, wenn man die so nebeneinander sieht, die hier ist sogar noch ein bisschen heller. Das, glaube ich, passt ganz gut. Ich denke, der Highlighter wird zu dunkel für mich sein. Das war mir aber eigentlich auch, ja, ich denke, der wird zu dunkel sein für mich, aber den kann man auch als Lidschatten, glaube ich, sehr gut benutzen. Also es hat auf jeden Fall ein schönes metallisches Finish und ich glaube, wenn man den anstatt mit dem Finger swatcht, mit einem lockeren Pinsel aufträgt, dann ist das ein sehr, sehr schöner Highlighter. Gefällt mir jetzt erstmal vom Swatchen her beides gut. Das kommt auf jeden Fall noch in die Kiste der Schande. Falls ihr nicht mitbekommen habt, was die Kiste der Schande ist, das habe ich mal in einem Livestream gesagt, beziehungsweise eine meiner Zuschauerinnen hat das gesagt. Das ist die Kiste, in der man Sachen hat, die man unbedingt testen wollte und deswegen gleich bestellt hat, als sie gelauncht wurden und die man dann nie wieder angerührt hat. Da liegt eine ganze Menge drin. Ja. Zu diesen beiden kann ich euch, wie gesagt, noch nicht viel sagen. Erster Eindruck ist aber auf jeden Fall ganz gut. Außerdem im Müller habe ich einmal richtig zugeschlagen. Und zwar gibt es ja von Dove diese Derma Spa Summer Revival. Und die gibt es in 2 verschiedenen Packungen. Ich zeige euch einmal eben die ich dort gefunden habe. Das ist diese hier. Diese hier kostet 5 Euro. Es gibt aber auch noch eine andere Packung, die kostet 3 Euro. Ansonsten steht alles gleich drauf. Hier steht auch Summer Glow, Body Lotion, helle bis... Also das hier ist mit sanften Selbstbräuner, mittlere bis dunklere Haut. Und hier ist helle bis mittlere Haut. I don't know. Mir hat eine Zuschauerin mal unter das Video geschrieben, weil ich meinte, ich habe keine Ahnung, wo der Unterschied ist, dass hier wohl mehr pflegende Anteile und ein bisschen mehr Selbstbräuner drin sind. Ich muss sagen, von der Konsistenz her merkt man schon einen Unterschied. Also da präferiere ich die hier. Aber die gibt es aktuell nur bei Müller vor Ort zu kaufen. Und da bin ich nicht so oft, weil das in der Waterfront ist und da fahre ich nicht so oft hin. Und deswegen hatte ich die hier einmal nachgekauft. Das habe ich euch, glaube ich, im DM oder Rossmann Hall gezeigt. Ich weiß es nicht mehr. Und ich muss wirklich sagen, man merkt so einen kleinen Unterschied, merkt man dazwischen schon. Also ich finde, die hier auf jeden Fall riecht noch etwas angenehmer und hat ein bisschen stärkeren Effekt. Deswegen habe ich sie mir einfach gleich 2-mal nachgekauft. Die waren auch im Angebot, ich glaube, 50 Cent reduziert oder so. Nicht so wow, aber ich meine, 50 Cent sind 50 Cent, ne? Und ich würde sagen, dass ich die hier auf jeden Fall präferiere. Ich weiß, dass die eine Zeit lang auch überall gar nicht mehr gab, weil die so krass ausverkauft war, weil viele Leute die auch beworben haben, die mit Dove zusammengearbeitet haben. Ich kann das völlig verstehen. Wenn ihr eine leicht selbstbräune Creme haben wollt, die keinen Streifen hinterlässt, weil das ist ja das ist im Endeffekt eine Bodylotion und da ist ein leichtes bisschen Selbstbräuner drin. Das hat halt nicht diesen Bang-Boom-Bang-Effekt, aber ihr habt gepflegte Haut, es sieht ein bisschen bräunlicher aus, ein bisschen goldener Glow. Das ist sowas, das mag ich persönlich sehr, sehr gerne für den Sommer. Ich kann beide empfehlen, also sind beide gut, aber wenn ihr irgendwie an die hier rankommt, kauft lieber die, gebt die 2 Euro mehr aus, davon habt ihr auf jeden Fall ein bisschen mehr was. Dann habe ich bei Müller noch was entdeckt, nämlich auch ein Trockenshampoo und zwar von Müller Artist Professional. Da gibt es ein Braun plus Gloss. Also das ist ein gefärbtes Trockenshampoo. Ich habe natürlich jetzt das von Sol de Janeiro auch da, aber ich mag ja das von Batiste eigentlich lieber. Das von Batiste ist aber wie gesagt nicht cruelty free, aber hat halt diese dunklen Pigmente und ich hatte mal die Eigenmarke von DM ausprobiert. Balea hat nämlich auch eins mit dunklen Pigmenten, aber die waren eher dunkelblond als wirklich braunhaarig, muss ich sagen. Also es hat mir nicht so gut gefallen. Dies hier probiere ich jetzt einfach mal aus. Also keine Ahnung, wie die Farbe ist. Ich habe es noch nicht
on my head getried, wollte ich gerade sagen. Kann ich Deutsch sprechen? Ich glaube nicht. Aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt darauf. Natürlich wäre es mir lieber, wenn ich, keine Ahnung, ich weiß nicht, 4 oder 5 Euro habe ich dafür bezahlt, wenn das hier besser funktioniert als das hier, weil das hier kostet 25 Euro. Und der Geruch ist wirklich heftig. Also ich rieche meinen Haaransatz. Das hört sich irgendwie so crazy an, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und dazu gebe ich euch super gerne auch in einem Empties oder sonst wo, gebe ich euch gerne noch ein Feedback dazu, wie das für mich funktioniert. Ich habe, wie gesagt, eigentlich blonde Haare, färbe aber seit ich 14 bin meine Haare dunkel, sind sie auch gerade frisch gefärbt. Und da ist ein bisschen das Problem, wenn der Ansatz nachwächst, dann ist das zwar nicht so schlimm, wie wenn man zum Beispiel blondiert ist und dann dunkle Haare nachwachsen. Also schlimm kommt ja auch immer auf die eigene Empfindlichkeit, was dieses Thema angeht, sozusagen an. Aber mich stört das sehr schnell. Und wenn ich dann ein nicht gefärbtes Trockenshampoo benutze, dann habe ich zwar diesen entfettenden Effekt, aber mir fehlt so ein bisschen, ja, die Farbe. Und wenn man die Farbe sozusagen mit reinsprüht, dann kann das auch so einen Ansatz ein bisschen kaschieren. Wisst ihr, was ich meine? Ja, und deswegen habe ich mir das noch mitgenommen. Ich bin sehr gespannt, ob und wie das funktioniert. Schauen wir mal. Mit wertvollem Panthenol, hochwertigem UV-Filter, wow, und braunen Farbpigmenten. Kannst du auch meine Steuer machen? Das wäre ziemlich cool. Dafür würde ich auch wieder 25 Euro bezahlen. Dann war ich außerdem noch ganz schnell und habe mir einen Nachschub geholt von meinem No-Make-Up Hypersleep Feuchtigkeitsserum Rain Tonight. Da ist Niacinamid mit drin. Nee, Nicotinamid heißt das auf Deutsch, oder? Und Niacinamide ist das Englische. Ich krieg's immer durcheinander. Wie auch immer, das mag ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Das ist so sauteuer. Also es ist wirklich, es sind 20 Milliliter. Es kostet 15 Euro, aber es ist leider sehr gut. Also ich mag das sehr gerne. Niacinamide, sagen wir jetzt einfach auf Englisch, hilft dabei, die Hautbarriere zu stärken. Das funktioniert für meine sensible Haut immer sehr gut. Ich benutze, wenn ich mich abgeschminkt habe, immer zuerst Shenyas Gesichtswasser. Darauf gebe ich dann das Serum, während die Haut noch feucht ist, und dann benutze ich den Rest meiner Pflege. Und das ist wirklich so eins, egal wie gereizt meine Haut gerade ist, das brennt nicht, es ist einfach angenehm, das aufzutragen. Das Einzige, was mich echt stört, ist der Preis, muss ich wirklich sagen. Also keine Ahnung, warum das so teuer ist, aber ja. Es ist Clean Beauty, es ist 100% vegan, es hat eine Upcycling-Formel und die Flasche ist aus rezyklierbarem Glas. Kann man nicht einfach recycelbar schreiben? Naja, es ist ohne Mikroplastik und Ocean Safe. Was heißt denn Ocean Safe? Wenn ich das in den Ozean werfe, dann kriegen die Fische auch glatte Haut? Naja. Manchmal, bei manchen Claims gucke ich mir die so an und habe so ein... Falls ihr wisst, was das heißt mit diesem Ocean Safe oder so, let me know in the comments. Ich will jetzt auch nicht zu shady sein, weil nachher sitze ich mich da irgendwie in ein Fettnäpfchen oder so, so wie ich mich kenne. Aber manchmal gucke ich mir so Sachen an und denke so, what does it mean though? Like why? Also so, ist cool, dass ihr es draufschreibt, aber was ist der Vorteil davon? I do not understand. Dann habe ich hier außerdem bei DM noch zwei Sachen gekauft. Und zwar einmal ein Dupe für die Bum Bum Cream, die zeigt ich euch gleich. Und den DM Ebelin, das ist die Eigenmarke, Pinselreiniger. Es steht drauf für die professionelle Reinigung und Pflege von Kosmetikpinseln. I would say that's a false claim, allegedly. Please don't sue me, DM. Denn professionelle Reinigung muss meiner Meinung nach mit einem Produkt gemacht werden, das auch wieder auswaschbar ist, mit einer richtigen Pinselseife. Das hier ist ganz gut, wenn man zwischendurch einen Pinsel hat, der sehr viel Make-up noch drin hat und den man nicht eben erst richtig waschen will, also mit Wasser, dann Pinselseife, dann wieder auswaschen, weil er dann halt nass wäre, sondern wenn man ihn sofort wieder benutzen möchte, dann geht das echt ganz gut mit dem hier. Man sieht auch, ich habe schon ein bisschen was benutzt davon. Es hat so einen kleinen Sprühkopf. Warum sind denn da zwei Dinger drüber? Wo gehörst du denn hin? Egal. Hat so einen Sprühkopf, kann man also direkt reinsprühen und dann löst sich auch ein Großteil des Pigments, aber richtig sauber werden die Pinsel dadurch nicht. Also bitte, please, besorgt euch eine richtige Pinselseife. Es gibt sicher auch günstigere Alternativen, aber ich habe seit Jahren, ja, seit sie rausgekommen ist, also die Crash Cosmetics Seife von Luisa und von Maxime Giacomo zusammen mit Luvia Cosmetics, und die halten und halten und halten und halten, was vielleicht auch daran liegt, dass ich nicht oft genug meine Pinsel wasche, aber ich will nichts davon hören, vielen Dank. Und wenn ihr sozusagen so einen Color-Switch machen wollt, aber ein bisschen intensiver, sodass wirklich sozusagen kein Stain mehr mit drin ist, könnt ihr das auch eben benutzen, dann abtumpfen und so weiter, und dann könnt ihr wieder in eine andere Farbe reingehen. Aber ich finde halt nicht, also sorry, aber gegen richtiges Pinselwaschen kommt man nicht an. Das ist genauso wie Trockenshampoo. Ja, die Haare sehen weniger fettig aus, aber gewaschen sind sie halt nicht, you know? Und dann sind wir hier noch bei dem Dupe für die Bum Bum Cream. Viele von euch kennen die schon und lieben diese Creme. Und deswegen habe ich sie auch noch nicht nur in meiner Insta-Story gezeigt, sondern zeige sie euch jetzt auch nochmal. Und zwar von Balea, die Body Cream in Coca Cabana. Das ist ein absolutes Dupe für die Bum Bum Cream.
viel, 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 viel preiswerter natürlich. Also die hier, weiß nicht, kostet 5 Euro vielleicht und die Boom Boom Cream kostet 30 oder so. I don't know. Und die gibt es immer mal wieder bei Balea und die ist super schnell ausverkauft. Es gibt dazu sozusagen nicht nur diese Bodycreme, sondern es gibt eine komplette Reihe, die den kompletten Geruch sozusagen hat. Es gibt so ein Glitter Body Oil, da war ich so, no thanks, I guess. Ich glaube auch noch eine Body Lotion oder ein Duschgel, das auch so riecht. Und da muss man halt sagen, klar, es ist nicht so intensiv wie die Boom Boom Cream. Es hat nicht so viele pflegende Anteile, weil in der Boom Boom Cream und den ganzen anderen Cremes, die von Sol de Janeiro rausgebracht wurden, sind zum Beispiel, in der einen ist Vitamin C mit drin, in der anderen ist für sehr trockene Haut und so weiter und so fort. Also da sind andere Wirkstoffe noch mit drin. Aber ich muss wirklich sagen, wenn man sowieso findet, dass die Boom Boom Cream gut riecht, aber zu intensiv, die hier riecht vom Geruch her, riecht die einfach komplett gleich, aber weniger intensiv. Und das mag ich persönlich sehr gerne. Da ist Acai-Öl drin mit und irgendeine Butter, die ich nicht aussprechen kann. I don't know. Ich lasse euch den Link auch super gerne unten. Und das ist wirklich, das ist eine so pflegende Creme, finde ich. Also man kann, glaube ich, schon an der Konsistenz erkennen. Es ist halt eine Bodycreme, ne? Also es ist durchaus etwas, das ein bisschen länger einziehen muss. Aber wenn ihr die schon immer mal ausprobieren wolltet, DM hat sie wieder. Und die sind, wie gesagt, sehr schnell ausverkauft. Also schlag gerne zu. Sie ist übrigens auch vegan. Also zumindest dieses Produkt, bei den anderen weiß ich nicht. Was natürlich super ist, die Hautverträglichkeit ist dermatologisch getestet. Muss noch irgendwas anderes damit drauf. Guarana-Extrakt ist auch drin und wie gesagt, irgendeine Butter, die ich nicht aussprechen kann bzw. möchte, weil I'm making an ass out of myself. Ich liebe die sehr und es ist wirklich ein guter Ersatz für die Boom Boom Cream. Also gerne ich auch Geld, also oder mehr Geld ausgebe für gute High-End-Produkte, ist ja gar kein Problem. Aber manchmal darf es im Preis auch ein bisschen weniger sein. Und ich glaube, viele von euch sind ja auch Team Günstmaß. Ich glaube, vielen von euch geht das auch so. Das sind auf jeden Fall erstmal alle Produkte, die ich jetzt noch neu dazu bekommen habe. Eigentlich fehlt noch ein PR-Paket. Und zwar habe ich eigentlich von Avelia Lashes noch ein PR-Paket bekommen. Das hier sind übrigens auch die Avelia Lashes in 4E1. Diesen Style in genau der Version gibt es leider nicht mehr. Aber es gibt eine etwas weniger dramatische Version, die heißt Bambi Lashes oder Bambi Eye. Und die etwas dramatischere Version, also die mehr aussieht wie diese hier, sind die Déjà-vu Lashes. Ich lasse euch den Link auf jeden Fall sehr gerne unten. Wenn ihr möchtet, könnt ihr meinen Code CONTRA15 drauf benutzen. Dann kriegt ihr 15% Rabatt. Der ist affiliated und ja, unterstützt ein kleines deutsches Unternehmen von einer ganz lieben Zuschauerin. Liebe Grüße gehen raus an Nissa an dieser Stelle. Schreibt mir super gerne in die Kommentare, welche Produkte ihr davon gerne möchtet oder welche ihr schon mal irgendwo gesehen habt oder welche ihr nachkaufen. Oh, mir fällt gerade ein, ich habe noch was vergessen. Oh mein Gott, I'm so sorry. Ich so direkt schon im Outro, ey. Okay, wait. Ich habe außerdem noch gekauft von Sundance das Sonnenfluid, das Sensitive, das ohne Octocrylene ist? Was ist denn ein Octocrylen? Shenya! Wenn man Shenya braucht, ich sag's euch. Ohne Duftstoffe hat UVA und UVB Filter. Und IRA-Schutz, die Terrororganisation, soll angeblich wasserfest sein und 24 Stunden Feuchtigkeitspflege geben. Für empfindliche und sensible Haut geeignet. Apropos Shenya, sie hat das antreten lassen, also Sundance ist die Eigenmarke von DM, gegen das Sun Ozone Med Sonnenfluid. Und sie hat gesagt, dass sie das von Rossmann lieber mag. Aber ich habe das jetzt in 4 verschiedenen Rossmännern quasi gesucht und habe es nirgendwo gefunden. Und entweder haben alle das gekauft, nachdem Shenya dieses Review online gestellt hat, oder es gibt es einfach nicht mehr. Keine Ahnung. Ich muss mal online auf jeden Fall nachgucken, deswegen habe ich mir das als Alternative bestellt. Und außerdem, wenn ich in den Urlaub fahre, fahre ich noch bei einem Kumpel auch vorbei. Und der hat mir letztens gestanden, dass er einen Sonnenbrand hatte. Und da habe ich sehr mit ihm geschimpft, weil er hat kein SPF aufgetragen, er hat keine Après-Lotion, nichts. Und ich habe ihm einfach, das hier habe ich ihm auch nochmal gekauft. Ich habe ihm von Garnier einen UV-Filter 50 auch gekauft mit Hyaluronsäure für Anti-Aging-Effekt, weil er ist noch ein bisschen älter als ich und ich freue mich jetzt schon auf sein Gesicht. Ich habe das nämlich alles richtig süß eingepackt, als wäre das so super special. Und irgendwas anderes habe ich ihm doch auch noch gekauft. Ach ja, und eine Après-Lotion habe ich ihm auch noch gekauft. Die Sachen stehen da schon verpackt neben mir, weil ich ja in 2 Tagen losfahre. Ja, also Grüße gehen auf jeden Fall an dich raus. Ich hoffe, dass du das Video... Naja, du siehst es ja eh erst, nachdem du die Sachen schon bekommen hast. Ich hoffe, du konntest drüber lachen. Und ja, jetzt kann ich wirklich ins Outro gehen. I'm so sorry. Also, schreibt mir super gerne in die Kommentare, wenn ihr wisst, ob dieses Sun Ozone Med, ob das nochmal, ob es das irgendwo gibt. Ich habe jetzt online auch noch nicht geguckt, aber bei mir in 4 verschiedenen Rossmann-Filialen habe ich es nicht gefunden. Keine Ahnung, was da los ist. Oder ob Shenyas Crew quasi alles leer gekauft hat. I don't know. Ich wünsche euch auf jeden Fall erstmal einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, lasst super gerne einen Daumen nach oben da. Wenn nein, lasst trotzdem super gerne einen Daumen nach oben da. Und abonniert den Kanal, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!